Kugel! Herzlich willkommen! Wir fahren zu Marco, zu dem Film Manta Manta. Und hinter mir hockt Max. Hallo! Arnold ist dabei, Justin ist dabei, hey. Gockel ist wieder reingerannt. Also, ihr habt alle Kinder im Auto. Wann sind wir da? Sind wir schon da? Ich kaufe dir gleich einen Lolli. Jetzt machen wir zuerst mal Pause, weil der Gockel hat sich verkleckert hier mit seiner Cola. Oder was war das? Cola, ja. Cola. Ich glaube, der Max hat geschüttelt hinten. Nee, haben wir nicht. Nicht? Haben wir nicht gemacht, nein. Weil es so geschäumt hat. Ja. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Kofferraum ist voll mit Felgen, zeige ich euch aber alles vor Ort. Das glaube ich. Kinder waren artig. Wir sind jetzt in ein paar Minuten. Ein Kilometer noch bis zu Marco. Ist grün, gell? Ist grün? Ja, aber ist wir grün. Stehen noch dreimal. Und Justin muss aufs Klo die ganze Zeit. Oh nein, ich kann nicht mehr. Seit wann? Seit einer Stunde? Dreiviertelstunde bestimmt. Aber wir sind aber an keinem Parkplatz. Was ist los? Jetzt ist schon wieder rot. Echt jetzt? Oh, jetzt ist echt schon wieder rot. Leid, Justin. Oh, Alter. Also einmal schnell. Ja, wir fahren jetzt beim JP. Das Schlimme ist, dass die Autos. Ah, ja, da ist das Museum. Das ist das große, ist das Museum? Ja, genau das Museum dort. Genau. Siehst du den Audi TT da vorne? Ja. Für den habe ich die Felgen gemacht damals, für Audi. Das stimmt, das ist nochmal das. Mit Bronzefront. Moment. Und da haben sie gesagt, danke. Wir machen auch Leben am Limit, ne, mit 30 Kilometer Reichweite. Ja. Aber normalerweise muss ja 0 Kilometer Reichweite noch immer gehen. Ja, natürlich geht er. Oh. Mindestens 70 Kilometer, sowas. Ja. Wir fahren ja auch damit noch zurück. Und wir sind auf jeden Fall die Letzten schon wieder. Die warten scheinbar schon alle auf uns. Wir kommen aber wahrscheinlich auch von weitesten weg. Das kann sein, ja. Das kann sein. Ja. Wir sind ja schon 4 Stunden unterwegs, oder? Ja. 4 Stunden. Wir wollten eigentlich um 8 Uhr losfahren, gell? Mhm. Ich hab verschlafen. Also, wir sehen uns gleich bei Marco. So, bin bei Marco angekommen, oder wir sind angekommen. Der Hof ist voll mit coolen Autos. Das sind die Gäste, wo er noch zusätzlich mit eingeladen hat. Oh, ich muss wirklich mal irgendwann mal hier in Ruhe mal durchlaufen. Für mich persönlich mal einfach mal reingucken, weil das ich schon echt schätze. Na, alles gut? Ja, klar, kennst du das doch, schlechten Menschen und so. Ja. Wir fahren jetzt wie viele Kilometer? Im Oberhausen, was sind das entfernt? Irgendwo um die 50, die wir effektiv mit Umwegen fahren. Ja, jetzt gibt's Info. Muss man. Marco erzählt. Ich danke erstmal für euer ganzes Kommen, für euer Erscheinen. Wir fahren jetzt gemeinsam zum Kino. Wir haben 5 Stellplätze vor dem Kino bekommen. Ich glaube, die Leute hat der Sven auch schon alle eingewiesen. Ihr wisst dann, müsst quasi in diesen Kreisverkehr fahren. Dann habe ich ein Parkhaus, das ist das Parkhaus 3 in Oberhausen, im Cinemax. Dass wir uns vorher dann einmal alle dort treffen und dann können wir gemeinsam den Film schauen. Ich hoffe, ihr habt auch alle Bock da drauf. Ja, das freut mich. Sehr gut. Dann sieht's jetzt. Ich freue mich riesig darauf. Wir fahren jetzt im Konvoi los, wir werden ein bisschen was filmen. Wir werden versuchen, ein wenig zusammenzubleiben. Hier aus Dortmund raus müssen wir einmal oben auf die B1. Da können wir gucken, dass wir dann alle ein bisschen langsamer fahren, dass wir so einen guten Konvoi zusammenbekommen, dass ich mit dem Phaeton fahre ein bisschen mit und ich glaube, der Sven ist mit seinem Golf unterwegs, dass wir ein paar coole Fahraufnahmen von euren Oldtimern, Youngtimern hier mit einfangen können. Und dann sehen wir uns spätestens alle gemeinsam wieder 14.15 Uhr, 14 Uhr vom Kino in Oberhausen im Cinemax und wieder Parkhaus 3, Parkdeck 2. Außer die 5 Autos. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis gleich. Langsam machen. Langsam fahren. Wir müssen langsam fahren. Ja, nicht wie in wie Hänger. Und langsam trinken, muss stoppt. Ja. Ja. Nicht, dass ihr Popcorn im Hals stecken bleibt. Das sind ein paar Autos hier, die wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Mann. Ford Capri, Golf 1, Manta, Opel 190er, Uno. Geiler Golf. Eine 36. Oh, da hängt mir auch noch weg. So, wir müssen los. Wir müssen aber noch tanken. Ich habe nur noch 20 Kilometer Reichweite. Wir sind die Einzigen mit dem neuen Auto. Ja. Also sonst alles alte Autos in der Kolonne. Also es versuchen jetzt alle in der Kolonne zu fahren. Aber an der Ampel wird es schwierig, Mutlu.
Da wird es, glaube ich, schwierig, da werden sich alle trennen. Ja, guck mal, die trennen sich ja. Aber auf schon. Der Autobahn treffen sie sich wieder. Ich weiß es nicht. Ah, ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Ich freue mich echt auf den Film. Aber da war jetzt ganz schön viel los von Marco, gell? Ja, da hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, der hat ja richtig, ja, guck mal, der hat ein Kino gemietet, weißt du? Warum machst du das mal? Ich habe kein Geld. Ich habe nicht so viel Geld. Machst du das bei Fast and the Furious 10? Ja. Gockel, der Trailer ist schon draußen. Ich pump dich da noch. Warum? Machst du einen Säckach draußen? Machen wir in der Halle, fahren wir die Leinwand runter. Arnold! Wir könnten mal sowas machen. Du hast eine riesengroße Halle. Ja, wo willst du das machen? Bei dir kann man was Gutes machen. Auf was freut ihr euch das meiste? Soll ich das machen und Burnout machen? Hier sind auch welche. Was machen die da? Hallo, nein, falsch. Vorne drauf, Gott. Ich mache jetzt nur 10, 20 Liter rein, wir müssen gleich hinterher. Ich weiß nicht wohin. Meinst du, wir finden das? Bestimmt. Irgendwie, irgendwann, ja. Wenn die eh reinlaufen lassen, noch ein bisschen mehr rein. Bin ich, weißt du? Ist das jetzt eigentlich? Marco hat das ganze Ding gebucht, gell? Ja. Kino, Parkplatz. Und da sind Freunde jetzt dabei. Und wie viele Leute wurde eingeladen? Du, wer weißt du das? 50. Nee. Wie viele Leute wurden eingeladen? Ich glaube, der Überblick wurde da komplett verloren. Okay. Ich glaube, ich finde noch Plätze. Ja, hallo? Ah ja, hoffentlich finden wir noch Plätze. Der Gockel wieder hat Angst. Oh, ich zeige euch mal noch ein paar Autos. Hallo Marco. Hey Mutlo, grüß dich. Was sagst du? Geil. Gockel, stell dich mal dahin. Warum? So, dass man das mal sieht, wie du so neben Manta aussiehst. Wird man aber bestimmt stehen. Das wäre dein Ding, oder? Ich finde schon geil. Die wird ja auch stehen, so eine von der Optik her. Vielleicht. Ja, das sieht eher aus wie ein Opel-Fahrer, oder? Eher ein 4500-Fahrer. Oh, das passt zu dir. Aber weißt du, was brauchst du? Ich sehe was Geileres. E36 Cabrio. Ihm? Ja, finde ich. Da muss man Haare dunkler machen. Nee, mit Sonnenbrille und mit Sonnenbrille. Echt? Sonnenbrille. Ja. Sieht richtig gut aus in dem Auto. Den wollen wir bei uns mal probieren. Was tue ich noch? Ja. Wir müssen mal probieren. Die ganzen jungen Buben hier. Was so fasziniert sind alle, als würden da Lambo stehen. Und haben Sie Cola Zero? Der wollte das hier kaufen. Was ist denn der Eimer kaufen? Ja, nur der Eimer kostet 8 Euro. Ihr schmeißt ja eh wieder rum, nur. Das ist eine andere Geschichte. Holen wir zuerst mal Popcorn und was zum Trinken. Der ist größer als dein Kopf. Guck mal, wie groß das ist. Über große Klappe. Ey, jetzt sind wir schon im Kino, gell? Ja. Guck mal, alles leer hier. Ja, ist gar keiner gekommen. Ja, wir sind alleine da, guck mal. Ja. Wir haben nur ein großes Problem, dass unsere Getränke und unser Popcorn, der passt hier jetzt nicht mehr rein hier. Wir brauchen Beistelltische. Hol mal so einen von draußen, Max. Ein Tisch. Warum? Du hast doch einen Beistelltisch hier. Ja, komm, dann hocken wir halt irgendwo daher. So. Jetzt pass auf. Ich glaube, so voll wird es eh nicht. Dann müssen wir nicht so aufeinander hocken mit dem Zeug. Ja, wir können uns jetzt komplett verteilen über das ganze Kino. Okay. Genau. Stimmt. Nee, ich gehe dann gehe ich. Adonai, ist doch egal.
Warte, warte, ich helfe dir nachher. Oder Opa, warte. Jetzt setz dich hin. Ja gut, heb du mal zwei Dinger ja, da in der Hand, so diese Dinger. Ich hab viel Couleur besser als alles. Was hast du geholt da zum Essen? Zeig mal her. Das ist Plastik, Alter. Checky, oder was? Was ist denn das? Das ist das, das nennt man Nachos. Achso, oh, mit die kommt das doch. Voll geil. Echt? Hey, Raphael, ja, sicher. Kaum sitzt du vor mir und kommst immer mit so Themen wieder, gell? Was für Themen? Ja, Mercedes. Ach, hör auf. Mercedes, scheiße. Ich bring nächste Woche mein Auto zu dir. Keine Zeit, weißt du doch. 124er. Keine Zeit. Du hast mich auf gute Ideen gerade gebracht. Komm nicht so nah, weißt du doch. Komm nicht immer so nah im Gesicht. Warum? Das Dings. Soll ich einen Popcorn auf den Kopf schmeißen? Ja, der kriegt doch genug Popcorn ab. Warte mal, bis dunkel wird. Oh, Marco, Marco, sagt dir was. Ja, keine Ansprache, eine Rede. Aber es gibt Ansage. Das könnt ihr nicht, wer aufgeregt. Nick Carter und du. Ja, alleine traut er sich nicht. Ich höre beim ersten Mal, wie gewusst die Frisur ist, Nick Carter. Ohne Scheiß. Warst du ein Fan oder was? Ja, ich habe dieselbe Frisur gehabt. Echt hier? Ich habe extra blond gefärbt. Ehrlich hier. Ja, hallo. Wir wollen einfach nur einmal kurz Danke sagen. Danke an Marco, danke an die Halle 77 dafür, dass wir den Manta hier die nächsten Wochen im Foyer stehen haben dürfen. Dass wir heute ein cooles Event zum Film haben. Und wir vom Sinister Oberhausen wünschen euch ganz viel Spaß. Ich übergebe an Marco, weil der möchte euch bestimmt auch noch was sagen. Ja, ja, ich möchte euch willkommen heißen, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und Bock darauf, den Manta-Film jetzt mit uns zu schauen. Für mich, ich merke gerade, es ist eine super aufregende Sache, vor einem Publikum zu stehen. Ich stehe normalerweise vor mehreren, kann man ja sagen, Tausenden von Leuten. Da macht es sich aus, wenn Leute vor einem stehen, ist es nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Daher habe ich mich entschieden, halt wie gesagt, den Manta hier ins Foyer zu stellen und dass ihr mit uns das gucken könnt, also den Manta auf schnell fährt. Ich merke, ich kriege keinen Ansatz raus. Ich hoffe einfach, wir haben jetzt Spaß hier im Kino. Seid alle, danke, dass ihr alle gekommen seid und ich wünsche euch wieder einen geilen Kinofilm und viel Spaß. Dankeschön. Einmal 360 Grad gemacht und du hast versaut. Was? Du hast denn gestern für ein scheiß Video gemacht eigentlich? Wieso? Tschüss, nur mit TÜV sind richtige Umbauten. Was laberst du da? Ist doch so. TÜV kannst du auf alles machen, wenn genug Geld da ist. Das ist nur eine Geldsache. Und dann geben sie dir nur alle recht. Ja, ist doch. Ja. Ah, mit dem rumänischen TÜV kommst du halt hier weiter. Natürlich, TÜV-Tür gibt es auch. Ja, das gibt's auch. Ja, kostet nur ein bisschen mehr. Dann geht auf alles TÜV, weißt du doch. Hey. Ihr habt so eine Sauerei gemacht. Du bist mal ganz ruhig. Boah, du stehst voll in der Sonne. Ja. Sunny Boy. Du sahst gerade aus wie ein Engel. Nein. Winnie Carter sah ich aus. Was sagst du zum Film? Geil, ich fand den Film, also ich fand ihn super, wirklich. Ich fand den auch gut, vor allem emotional, als Film gut, ja. Aber mit Auto halt wenig. Mit Auto wenig, wenig aber ja. Ich. Witzig. Geschichte danach. Unwitzig, finde ich. Ja, ja. Er hätte noch witziger sein müssen. Warum? Finde ich. Noch ein bisschen mehr so lustige Szenen. Ja. Ja, ich fand schon viele gute Szenen. Ich fand den Aslan gut. Ja, ich habe zu Mutlu gesagt, den Vater von der Ähnere hätte Mutlu spielen müssen. Der Klausi und Batsche. Also ich fand ihn schlecht, ehrlich. Ja. Der war so, möchte gern Einser. Naja, kriegst du nie hin. Ja. Du kriegst auch nie einen Fast and Furious Teil 1 hin. Nochmal. Es war zu wenig Auto, es war... Es war nicht der Manta-Film, den man sieht. Ja. Ich wäre fast eingeschlafen. Aber ich fand ihn jetzt lustig, ich fand ihn auch emotional. Ja. Ja. Hast du Pipi in der Auge gehabt? Ich habe Pipi in der Auge gehabt. Ich habe Pipi in der Auge gehabt. Wo sie gesagt haben, dass das aufgegeben ist. Also mehr Kinder. Ja, genau. Ja, da sind wir auch die drin. Oder hätten wir ein Foto von uns machen sollen. Wir waren ja nebeneinander alle wahrscheinlich so blablabla gewesen. Die war beschlagen bei dir. Ja. Das war auch ein Filmauto, ja, ne? Ja, das ist das Fahrauto. Hier. Und? Gut. Aber Mutlu, eigentlich müsste dein Film gewesen sein, hä? Warum?
Ja, weil den bunten Manta ja, schwarz gemacht haben. Ja, ich hab mich voll gefreut. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das gefeiert hast. Habt ihr jetzt gerade gesehen auf dem Prüfstand? Hat schon eine geile Form irgendwie, ne? Also ich sage euch mal hier meine Meinung, was mir sehr gut gefällt ist. Der B3, der Tipo, gefällt mir auch sehr gut. Natürlich Escort RS, Crosswurf, Monza weiß ich nicht, so ein Zwischending. Ja, Omega brauchen wir gar nicht drüber reden. Urquattro, Sierra, der Audi 300 da oben, Integrale, wobei mir der D3 auch sehr gut gefällt, M5. Ja, hier sind schon ein paar schöne Schätze da. Ne? Gut, die anderen Autos sind ja alle nicht da, sind ja teilweise ausgelagert. Das sind noch Geräte gewesen. Wir nehmen nämlich heute den Opel Omega mit. Von Marco. Gehen Sie jetzt schön mal Probefahrt machen hier. Mach mal an, muss den anmachen. Österreichs beste Schraube, kontrolliert nochmal den Omega hier. Nein. Österreichs bester Schrauber. Lecko mio, wie viel Platz ist denn hier? Kannst du ein paar Zylinder dazugeben? Scheiße. Gibt es hier, glaube ich, auch einen 6-Zylinder, oder? Ja, aber das da. Also, wir reden hier von. Fast Unterarm, ne? So. Ja, aber Klimakühler ist keiner da. Ja. Also, da wird sicher dann noch ein bisschen was brauchen. Da haben wir echt noch. Zumindest optisch mal zwei Zylinder noch dazu tun. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur noch den Gockel überreden, dass er damit fährt. Der schläft da ein, der Gockel. Der fühlt sich wie 70 da drin und schläft dann ein. Ja, was ist denn los? Warum jammerst du schon wieder? Aber Boost und Ladedruck. Was? Was ist denn? Da hat es keinen Strom. Du brauchst keinen Strom, du brauchst doch, nur doch Handy da. Was du als erstes brauchst, ist auf jeden Fall Sprit. Ja. Und denk dran, das Heckantrieb, kein Allrad und Turbo. Ich fahre langsam. Und Opel. Ich fahre langsam. Ich fahre den Mutlu hinterher. Wärst du allein jetzt da drin? Nee, mit dem Justin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit dir tauscht. Der wird dir nachher ein Tauschangebot machen, bin ich mir ziemlich sicher. Warum? Gegen seinen Renner. Weil du sagen willst, das Auto fährt gut. Vertrau mir. Da kann man bestimmt richtig schon rumlassen. Und auch normal fahren. Und es passt ja auch zu dir. Du hast ja jetzt hinten da so ein Pferdeschwänzchen. Was macht der Ladedruck? Ein Bar, 1,1 Überschwinger. Aber ein Bar haltend. Soll ich dir Werkzeug mitgeben? Willst du ein bisschen was machen? Nee. Mach mal zwei Bar, dann kannst du mal einen Hänger holen. Wenn es trocken ist. Gockel, wir fahren jetzt. Ja, wir müssen los. Und also wenn du tauschen willst, sag Bescheid. Jetzt lass mich erst mal fahren, wir gucken mal, ob das Ding kann. Ich sag schon mal Tschüss. Ja. Ich hoffe, du hast Spaß mit dem Auto. Ich hoffe, ich komme gut an und vertausche ihn nicht mit ihm, weil ich bin ziemlich sicher, der fährt gut. Er ist wirklich tolles Auto. Was, mit was soll ich nicht vertauschen? Ja, nicht, dass er dir einen VR6 anbietet. Weil ich habe gesehen, du tauschst ja auch Corrados. Ja. Ja. Nicht, dass du auch Turbo Omega tauschst. Ja, weiß nicht, ob der was tauschen will, aber ich glaube nicht. Ich habe nichts zum Tauschen. Ah, Golf G60. Und Bus? Und dann den Golf G60 nehme ich wieder. Oder Bus, den würde ich auch nehmen. Bus würde ich auch nehmen. Ich habe mich schon zugelabert unterwegs. Mutlich so scharf auf dem Bus. Der Bus ist doch endstufe. Echt geil. Optisch, du könntest noch geiler machen, aber... Passt doch gar nicht zu dir, 5-Zylinder. Voll, gar nicht. 0. 6. Ja. 4-Zylinder, passt auch nicht. Scheiße. Mit halt fertig. Also, wir fahren jetzt los. Vielleicht noch ein paar Filmaufnahmen, wie der Gockel im Opel an mir vorbeizischt. Wir können ja irgendwo auf dem Parkplatz und mal ein bisschen herumlassen, das Ding. Erst wenn wir in Heilbronn sind. Bei dir vor der Halle ist ja, da kannst du einmal rumlassen. Können wir mal richtig ein. Einmal muss ich mich nur ins Bild drängen, aber ich möchte erwähnen, ab jetzt gilt alles dem Auto, was auf der Straße passiert, euch beiden. Ja. Ich bin raus. Nee, nicht mehr. Bis Heilbronn ihm. Und die Garantie, du kennst das ja, wie das läuft, die Garantie ist aus dem Rückwärtsgang raus. Ja, ne? Also hinterm Tor ist Garantie. Kann schon sein, dass du dich jetzt beim Verschalten hast, dann würde ich das auch schon als Schaltfehler einsehen, wenn er jetzt rückwärts nicht mehr fährt. Ciao. Ciao. Tschüss, Gocki. Bis nachher. Tschüss. So, wir sind da.
Auto ist da, Auto läuft wunderbar. Eine ausgiebige Probefahrt mache ich in einem anderen Video nochmal mit dem Omega. War aber heftige Fahrt und will mich hier und auch im Namen vom Gockel nochmal bei Marco uns bedanken für die Einladung fürs Kino. Wenn ihr in den Film gehen wollt, macht das. Erwartet aber nicht ein Manta 1 Teil 2, sondern das ist ein cooler Film. Ich finde ihn gut, aber es ist jetzt nicht dieses typische Autofilm. Ja? In dieser Hinsicht, ich muss jetzt weitermachen. Wir hören uns bis zum nächsten Video. Ciao. Schneid die Scheiße raus. Nein, doch, schneid das raus. Die Scheiße hast du von dir. Nein, rausschneiden.